wie cool wäre WM bitte? Ey, ich habe ein Angebot, dass ich für dass ich für Angola Nationalmannschaft spiele. Da könnte ich Afrika Cup spielen. Oder sagen wir so, der angolanische Verband hat bei mir angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für Angola zu spielen. So ist es richtig. Die haben angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für Angola zu spielen. Aber dann kannst du nicht mehr in Deutschland spielen danach, oder? Nee, kann ich nicht mehr, aber ja. Die Frage ist auch immer, wie realistisch ist es, dass ich für Deutschland spiele? Muss man abwägen. Muss man abwägen und ehrlich sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass du für Deutschland spielst, ist unglaublich schwer. Unglaublich schwer. Deutschland ist einer der besten Verbände, was Fußball angeht. Wisst ihr, das ist schon schwer. Und es wird mich auch stolz machen irgendwo. Sind ja trotzdem Wurzeln, die ich habe. Wisst ihr, was ich meine? Afrika Cup wäre krass Erfahrung. Ach, Afrika Cup wäre unglaublich, Bruder. Ich glaube, also jeder weiß, also viele wissen, glaube ich, was ein Stellenwert so ein Afrika Cup hat für die Länder, die da teilnehmen. Ist EM quasi, ja, ist EM. Portugal soll mal lieber anfragen. Ja, Portugal wäre auch sick. Angolanischer Verband mit dem Euro. Mann, Junge, Alter. Hey Willy, we are the Verband from Angola and we need your 25 cm for the World Cup. Meine Grüße von Angola. Ja, super ehrlich. Du bist der Beste. Nein, aber es wäre cool. Ich meine, Angola hat auch 2006 die WM gespielt. Und alle die Leute, die sagen, ja, das ist nur Angola, sollen sie sagen, aber ich würde mir sowas niemals kleinreden lassen. Du sammelst internationale Erfahrungen, kommst wieder auf eine ganz neue Plattform, weil du international spielst, bist Nationalspieler. Cool. Hättest du nicht Angst in der Dusche? Ja, guter Call. Dummkopf. Ich dusche mit Hose. Kannst dich auszeichnen auf der internationalen Bühne, werden ja trotzdem Vereine aufmerksam, wenn du rauchst dich. So sieht's aus, Hamster. Das ist so auch mein Gedankengang bei dem Ganzen. Und Andy Lukoki ist auch zum Beispiel Mainz Linksverteidiger, spielt auch für Angola Nationalmannschaft. Wieso sagst du nicht sofort zu? Relativ simpel, da gibt es ein paar problematische Sachen. Mein Vater war ja Angolaner und der, glaube ich, so was ich da stand ist, ich selber habe ja meine Papiere nicht mehr. Und jetzt muss man gucken, wie man die Papiere und das ganze Papierkram irgendwie klären kann. Versteht ihr, was ich meine? Angola spielt sie gegen Salah und Mané und Auba und so mies cool, geisteskrank. Vertrau mir, die machen das für dich. Das war bei mir auch so. Also, ich weiß, dass sie das für mich machen, weil der Mann mir schon mal geschrieben hat. Also, ich bin mit ihnen mit dem Team, ich weiß nicht, Teammanager, glaube ich, oder ich weiß nicht, wer es war, mit dem ich telefoniert habe. Ich bin auch schon im Austausch mit denen. Mal gucken, Mann. Also, auf jeden Fall wäre es unglaublich geil, wenn ich ja, mein Länderspiel mache. Und ich glaube auch meine Familie und mein Vater wären unglaublich stolz auf mich. Musik